Herzlich willkommen bei Rewei TV. Mein Name ist Richard Weigersdorf und heute will ich Ihnen etwas über die Wunscherfüllungskerze erzählen. Die Wunscherfüllungskerze steht hier bei mir und sie ist in einem kleinen Glas. Es gibt auch die größere Variante davon mit Stearinwachs gegossen. Stearinwachs ist ein natürlicher pflanzlicher Stoff, der auch in der Lebensmittelbranche eingesetzt wird. Auch in der Kosmetik, Nivea-Creme zum Beispiel, besteht fast ausschließlich aus Stearin, weil es so hohe pflegende Eigenschaften hat. Aber Stearin hat noch zwei andere tolle Sachen. Zum einen kristallisiert es beim Erkalten wunderschön aus. Es macht also solche Facetten und Muster. Und zum anderen ist es in der Lage, energetische und informelle Muster dauerhaft zu speichern. Und wenn die Kerze angebrannt wird, als Energie- und Informationswolke im Raum freizugeben. Und wir haben hier unsere Alles Gute zum Geburtstag-Kerze. Und ich finde das so toll, weil die Kerze, wenn Sie die bekommen und Sie wollen jemandem zum Geburtstag ein schönes Geschenk machen, dann können Sie die an Ihr Herz halten. Und unser Herz ist ein ganz starker Energiegenerator, mit dem wir so eine Kerze aufladen und informieren können. Sie halten also die Kerze an Ihr Herz und wünschen der Person, die Geburtstag hat und diese Kerze dann bekommt, alles Gute. Und in ihrer Vorstellung sehen Sie die rumlaufen und hüpfen und voll Freude sein. Und spüren Sie, wie Ihre Energie und diese Freude und diese Botschaft in die Kerze einfließt. Und wenn die Person dann die Kerze kriegt und anzündet, dann ist sie jedes Mal, solange die brennt, und das sind bei dieser kleinen Kerze immerhin 60 Stunden etwa, bei der großen über 100. Also jedes Mal, wenn die Kerze angezündet wird und brennt, kommt als Energie und Information Ihr Herzenswunsch, den Sie mit hineingelegt haben, für diese Person zum Wirken. Und der Wunsch wird sich dann viel schneller für diese Person erfüllen und manifestieren. Und Sie schenken damit wirklich nicht nur eine Kerze, sondern etwas ganz, ganz Kostbares. Und die Kerze kostet deshalb nicht mehr, als wenn sie eine neutrale Kerze wäre. Es ist einfach eine ganz schöne Idee, finde ich, jemand von Herzen etwas zu schenken. Sicherlich war diese Information für Sie nun wieder interessant und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Talk wiedersehen.